Gestern landete ein kleines Päckchen auf unserem Studiotisch. Absender PT Trains Gondomar, Portugal. Ja, und was war drin? Sie ahnen es bestimmt. Die Neuheiten-Ankündigung für das zweite Quartal 2023. Die vierachsigen Containertragwagen Bauart SGMMNSS nebst passenden Containern. Und damit willkommen, liebe Freunde aus nah und fern, bei X-Train 24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Ja, die Containertragwagen der Bauart SGMMNSS sind bei vielen europäischen Eisenbahnverwaltungen eingestellt und natürlich auch unterwegs. Hersteller dieser Wagen ist Tatra Vagonka. Tatra Vagonka ist ein slowakischer Güterwagenhersteller mit Werken in Poprad und Trebišov. Das Unternehmen stellt beinahe ein Fünftel aller europäischen Güterwagen her, hauptsächlich Flachwagen, Kesselwagen, Spezialwagen für den Keul- und Containertransport sowie Drehgestelle der Bauarten Y25 und TVW 2007. Kurz noch etwas zur Bezeichnung SGMMNSS, schwieriges Wort. Das S steht für Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart, Wagen mit vier Radsätzen, Lastgrenze 50 bis 60 Tonnen und Ladelänge 18 Meter. Das G für die Beförderung von Containern mit einer Gesamtlänge bis zu 60 Fuß geeignet, MM mit vier Radsätzen, Ladelänge 15 Meter, das N mit vier Radsätzen, Lastgrenze 60 Tonnen und SS geeignet für Züge bis 120 km/h. So, das wollte ich kurz noch mal loswerden, der Ordnung halber. PT Trends hat also mit dem Modell dieses Wagens des Herstellers Tatra Vagonka in der Baugröße H0 das Sortiment von Containertragwagen erweitert. Hier habe ich die Wagen vor mir stehen und sie warten förmlich darauf, dass sie aus der Verpackung befreit werden. Ich werde jetzt mal diese anderen beiden Typen kann ich Ihnen ja kurz noch mal zeigen. Das ist also mit der Artikelnummer, halt hier steht sie, 100265, ein einzelner Flachwagen ohne Container. Aber wie gesagt, das finden Sie alles dann auch bei uns auf der Webseite noch mal. Und hier ist auch ein Containerwagen, allerdings mit einem 20-Fuß-Container. Ich halte das noch mal in die Kamera. Der gehört dann zu diesem Flachwagen dazu. So. Wir packen also diesen Wagen jetzt mal aus, liebe Freunde. An der Seite eine Lasche öffnen. Die Klarsichtfolie hier drum haben Sie ja schon gesehen, die schützt. Und die Wagen selbst sind natürlich auch in solchen Kunststofffolien gesichert. Ordentlich und auch sicher verpackt, dass also nichts kaputt geht, denn die Wagen sind tatsächlich hervorragend detailliert, wie wir das gleich sehen werden. Ja, was kommt uns entgegen? Eine Modellbeschreibung in verschiedenen Sprachen. Halte ich hier nochmal in die Kamera. Hier unten sind dann die verschiedenen Artikelnummern, was da alles noch so weiter zu bekommen ist. Hinten drum ist dann nochmal, oder ich halte es hier rein in die Kamera, nochmal eine Ersatzteilliste mit Artikelnummern, wenn mal was kaputt geht, abbricht oder und so weiter, entsprechend dann auch nachbestellt werden kann. So, hierhin. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wir sind ja schon fast fertig mit dem Auspacken. Man kann also hier, die sind hier angeklippt auf diesen unteren Fahrgestell, ganz einfach abklipsen und dann haben wir schon den Wagen in voller Pracht vor uns stehen. Und dann ist hier diese Folie. Mit der Folie hebe ich den Wagen dann sozusagen auch raus. So, und dann habe ich diesen Wagen
schon vor mir stehen. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für den Container. Auch hier diese Folie einfach anfassen, kann man hier reingreifen und dann kann man auch diesen Container von MSC raussuchen. Über die Container, denke ich, muss ich jetzt nicht allzu viel sagen. Das sind die altbekannten Container von PT-Trains, die ja damals schon sehr für Aufsehen gesorgt haben, für die fabelhafte Bedruckung und auch Detaillierung der Türen hier hinten und so weiter. Also das ist schon eine Klasse für sich. Ja, dann kam ja noch dieses Tütchen mit Zurüstteilen. Klar müssen wir noch ein bisschen Hand anlegen als Modellbahner, zum Beispiel Luftschläuche, Leitung, Kuppelhaken, dann die Rangierhandgriffe, die hier noch eingesteckt werden müssen. Das sind Sachen, die Sie dann zu Hause noch erledigen können und sollten. Ja, und damit ist der Wagen eigentlich schon freigelegt. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf den Containerwagen insgesamt. Diesen Wagen, den ich mir ausgesucht habe, hat die Artikelnummer 100262 und ist mit einem 40-Fuß-Container von MSC beladen. Das Modell des Containertragwagens läuft im Original bei der SNCF. Der fein detaillierte Tragwagen ist in Metallausführung und bringt ein Gewicht ohne Container von 53 Gramm und mit Container von 75 Gramm auf die Waage. Auf der Unterseite des Wagens im Rahmen sind Gestänge sowie Luftbehälter und Leitungen nachgebildet. Extra angesetzt sind Schutzbügel an den Seilhaken, Ecktritt, Kupplerhandgriff und Rangiererhandgriff. Highlight sind die in verschiedenen Abständen angeordneten, je nach zu transportierender Containergröße, die klappbaren Containeraufsetzzapfen. Somit können praktisch die Container wie im Vorbild auf die Wagen aufgesetzt werden. Die Wagenpuffer sind federnd gelagert. Der Tragwagen ist mit einer Kupplungsaufnahme nach NEM 362 und Kurzkupplungskinematik ausgestattet. Die Lackierung und Bedruckung am Fahrgestell ist makellos und entspricht dem aktuellen Betriebszustand. Die mitgelieferten Container haben ebenfalls, wie von PT-Trains nicht anders zu erwarten war, einen hohen Detaillierungsgrad. Auch die Bedruckung ist trennscharf und makellos. Die Drehgestelle sind scharf graviert und auch sehr detailliert ausgeführt. Die Räder sind für ein gutes Laufverhalten aus Metall und auch Metall gelagert. Soweit, liebe Freunde, zur Detaillierung und Bewertung dieses Containertragwagens von PT-Trains. Natürlich gibt es noch weitere Farb- und Ausführungsvarianten dieses Wagens mit Containern auf unserer Website von Xtrain24 zu finden. Also stöbern Sie ruhig auf unseren Seiten. Wenn Sie generell keine Neuheiten mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen unseren kostenlosen Newsletter, denn dann erfahren Sie stets als Erster, was wir Neues für Sie im Angebot haben. Über ein Like und Kommentar auf unseren Kanal freuen wir uns natürlich auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Tschüss.